Ja, meine Damen und Herren, auch von mir einige kurze Bewertungen heute zur Einvernahme des Ex-Präsidenten Dr. Hanning. Er hatte ja drei zentrale Botschaften. Erstens, ich als ehemaliger Präsident des Bundesnachrichtendienstes hatte alles unter Kontrolle. Ich habe mich zu allem informieren lassen und auch Kenntnis zu den operativen Vorgängen. Zweitens, das Bundeskanzleramt als Rechts- und Fachaufsicht muss nicht alles wissen, insbesondere was konkrete Kooperationen des Bundesnachrichtendienstes mit Partnern im Ausland betrifft. Und drittens, die parlamentarische Kontrolle darf noch weniger wissen. Wir haben ja insbesondere heute die Operation Iconal, also den Abgriff des BND für die NSA bei der Deutschen Telekom, und die Operation Klotik besprochen. Das ist eine Operation des BND für die CIA bei MCI WorldCom bei Düsseldorf. Und bei diesen beiden Operationen steht für uns als Opposition klar im Raum, dass diese rechtswidrig abgelaufen sind, dass die Provider getäuscht wurden, die Telekom darüber, dass die NSA der eigentliche Auftraggeber ist, und MCI WorldCom ist grundsätzlich getäuscht worden. Sie wussten gar nicht, dass ein Geheimdienst bei ihnen die Daten am Kabel erfasst. Dazu hat der Präsident ausgeführt, dass es durchaus sein kann, dass die parlamentarischen Kontrollgremien darüber nur unzureichend informiert waren, weil, wenn man den Kreis der Wissenden zu groß mache, möglicherweise Informationen über solche abgeschirmten Operationen nach außen treten. Was ist daran brisant? Das heißt, es gibt einen Bereich der Geheimdiensttätigkeit, der grundsätzlich der parlamentarischen Kontrolle entzogen wird. Und es gibt einen Bereich der Geheimdiensttätigkeit, wo die Rechts- und Fachaufsicht, das Bundeskanzleramt, auch nur eingeschränkt durch die Abteilung technische Aufklärung informiert wird. Und das stellt grundsätzlich die Frage in den Raum, ob dieser Bereich der Exekutive tatsächlich der Kontrollen unterliegen. Und da kann ich dann noch mal kurz auf gestern eingehen. Diesen Eindruck hat ja auch Herr Mewes aus dem Bundeskanzleramt durchaus verstärkt, weil er zum einen ausführte, dass im Bundeskanzleramt kaum technisches Know-how vorhanden ist, um das operative Geschäft des BND zu beurteilen. Und zum Zweiten sprach Herr Mewes von so etwas wie, es gäbe eine quasi Autonomie der technischen Aufklärung, also der Abteilung im BND, die für diese Datenerfassung zuständig ist. Und diese würde sich auch abschirmen gegenüber dem Bundeskanzleramt. Anhaltspunkte für uns dahingehend noch einmal ganz dezidiert nachzufragen, ob dieses System der Abschirmung möglicherweise auch Grundlage der Rechtsverstöße ist, dass man sie in Kauf genommen hat. Herr Hanning sprach heute von Risikoabwägung, also dass man auf der einen Seite sieht, dass es durchaus auch juristische Risiken gibt, aber im Endeffekt man für die Sache dann diese Operation eingeht, in diesem Fall für die Technik, die man von der USA bekommt, und ob so eine Risikoabwägung im Lichte unserer Grundrechte und unserer Gesetze tatsächlich zulässig ist. Vielleicht ist es gestern untergegangen und viele von Ihnen waren ja auch nicht mehr zu später Stunde zugegen. Ich halte die Vernehmung für Frau K. für einen sehr wichtigen Punkt unseres Untersuchungsausschusses und wir werden sie erneut am 15.10. hören. Frau K. hat zwar zögerlich ausgesagt, aber viel Interessantes. Die Hauptstelle Befragungswesen, eine Tarnaußenstelle des Bundesnachrichtendienstes, hat Flüchtlinge und Spätaussiedler für einen militärischen US-Geheimdienst befragt und hat auch diesen US-Geheimdienst ermöglicht, eigenständige Befragungen der Flüchtlinge und Spätaussiedler durchzuführen. In diesem Zusammenhang wurden auch Geodaten erhoben, es wurden Satellitenbilder vorgelegt und Landkarten. Diese Geodaten können möglicherweise auch eingesetzt werden im Zusammenhang mit dem militärischen Zielerfassung für Drohnen. Das ist für uns mittlerweile eine sehr wahrscheinliche These, zumal Frau K. dann auch ausführte, dass sie einen Besuch bei der US-Armee in Stuttgart vorgenommen hatte und dort einen Vertreter des US-Geheimdienstes getroffen hat, der mit dem AFRICOM-Standort der US-Streitkräfte in Verbindung steht. Genau diese Frage, inwieweit Daten, die der BND erfasst, für die militärische Zielerfassung im Geheimen Krieg genutzt werden können, wird sicherlich in einer der nächsten Sitzungen vertieft werden. Wir hören den Drohnenpiloten Brenton Bryant, wir hören Frau K. erneut und wir hören die sachverständige Mitarbeiterin aus dem Bundesamt für Flucht und Migration, die diese Daten der Flüchtlinge ja zur Verfügung gestellt haben. Und ich hoffe, dass dieses brisante Thema, weil hier geht es um Völkerrechtsbruch, hier geht es um extralegale Hinrichtungen, dann tatsächlich am 15.10. auch eine breitere Aufmerksamkeit erfährt, als wir es gestern leider realisieren konnten, zu später Stunde. Danke.